Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Eraser und dem Let's Play The Crew Wild Run. Und ja, mit dabei natürlich wieder der Dackel hier, ganz normal PvP. Hallo. Und ich weiß nicht, was der Dackel hier ausgewählt hat. Ich habe einfach nur Performance, Kämpf oder Flieg. Davon 1-0-1 so. Genommen, um weil ich dann noch den Imperial-Wächter töten wollte. Ja, wir wollten eigentlich wieder Summit spielen, aber irgendwie klappte das nicht so ganz und wir sind auch schon wieder schon so eine halbe Stunde nur am Rumprobieren. Ja. Deswegen normale PvP. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich denke, ich werde morgen noch mal ein bisschen Solo-Let's Play Summit aufnehmen. Jo. So schaut's aus. Ich habe das ja schon alles abgeschlossen, ja. Wenn man da immer so eine Woche warten muss, keine Ahnung, du spielst da halt dann eine Stunde, machst zwei Parts und dann hast du es eigentlich schon durch. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt sollen zwar nächste Woche anscheinend wieder zwei Qualifiers kommen, aber gut. Gut, was haben wir denn? Straße, Sprint nach St. Louis, Rennen, Mittlerer Westen. Nimm mal mein Mini. Schon länger nicht mehr gehabt. So, jetzt bin ich gespannt, wie das läuft. Was war das jetzt gerade? Weiß ich nicht, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Egal, also. Hoi, 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 mal wieder bei Regen. Ah, die Grafik sieht schon geil aus, das muss man jetzt schon mal sagen. Also der Grafikpatch, der schaut schon wirklich nice aus. Sieht am Rechner bestimmt noch wesentlich besser aus, aber... Kann schon durchaus sein, ja. Aber das holt schon extrem viel aus der PS4 raus. Ja. So, ist das mein Auto eigentlich schon angekratzt? Ich hab den noch eben erst aus der Werkstatt geholt. Aus der Garage geholt. Alter Schwede, der Dacke geht direkt steil mit seinem fucking Allrad. Kollisionen sind an, wenn's mich nicht täuscht, gell? Ja. Uiuiui. Ja, liebe Leute, ihr seht es bei mir wieder. Ich hab leider wieder ein paar Mal Mr. Lad hier am Start. Ja, du bei mir auch, aber es muss an dir liegen, weil alle anderen werden mir angezeigt. Ja, du wirst mir auch angezeigt. Alter! Das war blöd von mir jetzt gerade. Ja, ich komme mit dem Mini nicht so ganz hinterher, bemerke ich jetzt gerade. Oh, Nicky! Nein, fuck it. Nein. Ja, das war jetzt natürlich blöd von mir. Komm, wir haben ja noch ein paar Checkpoints vor uns. Checkpoints? Checkpoints. Checkpoints. Gewinne ich da einen Check? Alter. Ah, fuck. Ich hab den Mini echt besser in Erinnerung gehabt. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Oh, der Dackel ist vor mir. Was ist denn da passiert? Ja, oh, ich muss einfach zurücksetzen. Hier aufgeploppt. Muss mich zurücksetzen. Alter, der Mini, der. Ja, ist nicht so ganz. Das typische Untersteuern beim Frontantrieb. So, ja, also wie gesagt, ganz normales PvP. Aber ist ja auch gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, macht ja auch Spaß. Vorsicht, Tess, unter der Brücke ist ein Jump. Ja, ja, ich weiß. Wie fährst du gerade? 300? 290, 300 knapp, ja. Okay. Also jetzt gerade 200, nur weil ich Kurve war, aber ansonsten. What? Da. Vorsicht, Kühe. Kühe. Ja, ja. Schon hingebracht. Aber keine Chance, also der Imperialwächter ist echt gut. Auch ja, ja, der ist richtig, war nur kurz 5 Sekunden an ihm dran, der ist richtig gut weggezogen. Und dahinter natürlich der Niki. Alter, der Mini ist so für den Arsch irgendwie. Wieso falsche Richtung? Du hast einen Checkpoint verpasst. Wie das denn? Ich bin doch voll durchgefahren. Ist da außen rum vielleicht, außen dran vorbei. Jetzt gar nicht mitbekommen. Alter, der Mini ist echt, also, unterlegenes Gerät irgendwie. Ja, auch ein Hausfrauenauto. Naja, obwohl die Cooper S und die John Cooper Work Modelle schon ganz gut gehen. Ich hab den Clubman mal als Firmenwagen gehabt, ja, okay. Als er rausgekommen ist, mal ein halbes Jahr. Den brauchst du auch nicht anfangen. Ja, das hat auch so genervt mit diesen Heckklappen und so. Das war so nervig. Ja. Wo fährst du denn geradeaus? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt.
bin ich gerade ausgefahren. Ich habe eigentlich versucht zu bremsen, aber bin einfach drüber hinausgerutscht. So. Ah! Ah! Hey, 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 hey! Nein! Was denn? Ich bleib am Lieferwagen hängen, natürlich. Oh Mann, also die Karre, das läuft überhaupt nicht bei mir. Findest du mal zum Kotzen, dass wenn Leute ein Verbindungsproblem hast, dass dann das ganze Rennen unterbrochen wird? So, der Imperialwächter, Glückwunsch an dich. Warum war der Dackel gerade so langsam unterwegs? Ich musste mich eben zurücksetzen. So. Deswegen, weil Achtung, ich... Achtung, du kriegst Rechtsbesuch, gell? So nicht. Ja, okay. Ich habe extra noch das Nitro gespart. Aber nee, bei mir lief es absolut nicht. Bei mir lief es absolut nicht. In der folgenden Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. Ich hasse dieses fucking Spiel. Schon wieder, oder was? Ja, das haben mir auch schon andere geschrieben, dass bei denen das ständig passiert. Bei mir komischerweise noch nie. Ich hasse dieses fucking Spiel manchmal so dermaßen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es ungeschnitten oder wie machen wir es? Naja, man nimmt du weiter auf und ich komme eh gleich wieder nach. Bei mir guckt es eh keiner an. Ja, sollen wir aus der PvP-Lobby rausgehen, weil sonst funktioniert ja, das doch nicht. Das wäre super. Das wäre super. Moment, ich noch. Ach, das nervt mich. Ich werde das heute Abend nochmal komplett runterschmeißen, nochmal komplett installieren mit dem Patch und so. Vielleicht liegt es daran, dass es das irgendwie scheiße installiert hat. Ja, auf jeden Fall strange. Ich muss es ja eh die Woche machen, weil ich mir eine 2 Terabyte Festplatte bestellt habe. Black Friday und so, hast du zugeschlagen? Nö, die war auch normal. Die hat nur 100 Euro gekostet. Ist aber schon teuer. Rettungsdackel ist der Crew beigetreten. Das Einzige, was ich mir jetzt über Black Friday gekauft habe, ist bei Origin die ganzen Battlefield-Spiele nochmal für den PC. Da gab es Battlefield 4 Premium zum Beispiel für 30 Euro und so. Also ich habe 4 Terabyte für 91 Euro gekriegt. Für die PS4? Nee, aber so. Festplatte. Ach so, nee, das ist ja, ich glaube, das ist für die PS4 ist es eine andere Festplatte. So, ja, das dann, ist nicht die gleiche. Ich weiß, bin mir gerade nicht sicher, aber. Wer ist jetzt hier Crew Hitler? Dann müsstest du sein. Hat Hitler gesagt. Ich weiß es nicht. Nee, der Imperialwächter. Das ist jetzt natürlich blöd. Kannst du nochmal aus der Crew rausgehen und eine neue machen? Ja, kann ich machen. Weil sonst, Das nervt mich doch alles schon wieder. Weil das versaut einem, das ist echt Spaß am Spiel. Bin auch in einer anderen Sitzung als ihr gerade. What? Eben gerade warst du noch bei uns. Also wenn ich in die Sitzung bei mir reingehe, werdet ihr mir nicht angezeigt. Bin aber auch ganz alleine gerade in der Sitzung. Also wenn du nach dem gehst. Aber du kannst mich ja trotzdem einladen, oder? Ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz. Weil eben wurdest du mir nämlich als offline angezeigt. What? Du wirst mir nicht mehr als online angezeigt hier. Laber nicht. Wird mir gar keiner online angezeigt. Wird mir gar keiner. Ach, das nervt mich doch gerade. Doch hier. Doch, ach, ihr seid. Hä, wo seid ihr denn? Normalerweise bist du mal rechts. In Crew einladen. So, ich bin jetzt in der Crew auf jeden Fall. Nein, Niki ist noch nicht aus der anderen Crew raus. Kannst du ihn nicht einladen dann? Nee. Kann nur seiner Crew beitreten. Ah, jetzt geht's. Oh, das nervt mich gerade so dermaßen. Ich
Jo, du gehst ja dann wieder rein, ne? Aber ihr werdet mir alle nicht warten auf Antwort. Bist du in der Gruppe beigetreten? Ja, ja, ich bin schon drin. Das ist natürlich alle auch. Warten auf Antwort, dann so ein rotes X, gell? Ja. Ja, ja, das hatte ich auch. Siehst du, und das liegt das nämlich nicht an mir. Ja, doch, das ist jetzt dein Ding, hat er jetzt auf mich über. Ja, genau. Genau. So, währenddessen mache ich hier mal ein bisschen was sinnvoll. Ja, hast du den Imperialwächter jetzt nicht? Der war nicht eben nicht aus der Crew, aus seiner Crew rausgetreten. Rausgetreten? Mal wieder. Ausgetreten. Okay, ja. Hast du im Blick wegen der Zeit ein bisschen? Also wenn wir das jetzt rausschneiden, müssten wir jetzt bei 5 Minuten sein. 6 Minuten. Willst du es rauscutten? Ja, ich cutte es dann raus. Guck mal, jetzt sind wir wenigstens in der vollen Lobby. Jo, dann willkommen zurück. Hehe. Ja. Yay. Und erstmal alles stumm schalten. Ja. Oh Gott. Ich hoffe, dass das jetzt auch hier alle sind. So, was nehmen wir? Nehmen geschmiedet. Das ist Krone. Ach nee, doch nicht. Blitzkeilerei. Mach mal Performance jetzt. Performance. Oder mach Gelände. Rücksichtslose Rallye habe ich. 52. Ja, habe ich auch. Passt. Kollision aus, dran denken. So. Passt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, der Niki wählt auch noch das gleiche, glaube ich, oder? Warten auf das Ende der Phase. Ich bin wieder rausgeflogen. Schon wieder? Ich kotze mit fucking Spiel, ja. Das kannst vergessen. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Ey, das nervt mich, das kannst vergessen. Ey, das nervt mich so dermaßen. User in your channel stopped recording. Deinstallieren und neu installieren. Müssen wir das nächste Mal nochmal, müssen wir die Woche nochmal aufnehmen. Okay. Ja, gut. Ich werde das jetzt aber jetzt mal fertig spielen und auch online stellen, wahrscheinlich. Das. Ja, mach du das. Ich so das Kotzen soll. Ich hab's gelöscht. Rage-Modus. Ständig. So, jetzt muss ich hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja. Jetzt werden wir mal schauen. Wo bin ich überhaupt? Ich sehe mein Auto gar nicht. Ach, ich bin what the fuck. Der war aber mal Geld vermisst, ist der weiß. Also irgendwas hat der mal nicht so ganz hingehauen. So. Okay, ich werde erstmal komplett überholt am Anfang. Interessant auf jeden Fall. So, der Niki ist Erster. Schauen wir einfach mal. Jo, der Ander fährt gegen den Baum, das ist super. Der Ander kommt mit dem Heckantrieb nicht klar. Das ist auch super. Findest du es also toll, wenn andere Leute gegen Bäume fahren? Spielt schon, ja. Ist okay. In echt würde ich das jetzt nicht empfehlen. Nee, gibt Knitter im Gesicht. Nur Knitter im Gesicht. So, der Niki, der hat natürlich mit dem Skyline hier auch gutes Gerät am Start. So, komm schon. Find Grip und gib Gas. Alter, irgendwer wird da so im Hintergrund. Das ist der Skyline. 3 von 28. Uiuiui. Das könnte sich hinziehen. So, wow, Alter. Einen hat's, Alter, der leckt dir wie Drecksau.
Ja, stehst du doch auf. Ist er leckt wie Sau? Nee, eigentlich leck nicht so. Jetzt hat der Dackel nichts zu tun, jetzt kann er mit glänzenden Kommentaren hier was beitragen. Und er zieht, wird er es schaffen, nächste Kurve, wird er es schaffen, und er links, ja, ganz knapp. What? Keine Ahnung, was er da macht. Bin ich ganz gut dabei. Ist eigentlich noch einer hinter mir, ja, so halbert. Also bis jetzt haben wir für die Crew Doppelführung. Der Niki ist noch vor mir. Aber ich glaube, den werde ich auch so schnell nicht mehr einholen. Leider. Jui. Ah, Niki, echt Respekt, bist gut unterwegs. Ja, der kann das. Ja. Aber ich bin dir auf den Fersen, mein Freund. Oh Gott. So. Ja, ich komme nicht wirklich ran. Muss ich jetzt mal hier ehrlich mit zustehen. Vielleicht wäre ich da mit dem Ford Focus besser am Start gewesen, aber gut. Ich will ja auch hier immer ein bisschen Abwechslung bieten. Deswegen. Ja, nicht immer den Ford Focus. Jo, da ist gerade ein Bulle in mein Auto reingerannt. Ja, Suicide Bulle. Bulle, so ungefähr. Ja, jetzt hängt mich der Niki sogar ab. Ja, auf den Geraden habe ich keine Chance. Da ist meiner ein bisschen zu langsam hier. Okay, da kann man nicht abkürzen. Na gut, dass ich das weiß hier. Oh ja, jetzt krieg ich auch von hinten Besuch gleich. Oh shit, das war scheiße. Komplett im Drift. Bist du da drauf? Steh ich nicht drauf, weil ich will meinen zweiten Platz gerne behalten. Ah, ich wusste es. Ja. Der fährt gut. Der fährt gut, aber jetzt bin ich wieder vorbei. Super. Aber ich habe den Nachteil von der Geschwindigkeit hier. Von der Top Speed ist mein Ford hier nicht ganz so der beste. So in diesem Infield, ich glaube 4 Sekunden oder so auf den Niki verloren. So gut, aber ich habe den. What the fuck? Also irgendwas ist gerade mit dem dritten jetzt passiert. Ah ne, da hinten ist er noch. Wurde mir nur gerade nicht auf der Karte angezeigt. Okay. Ich habe mal kurz gelupft. Oh shit. Alter Schwede, war das knapp. Das war mega knapp gerade mit den Bäumen. So, wir haben noch 3 Checkpoints. Points. Nein, nicht in den Wald. Oh Gott, Glück gehabt. Ah, der hinter mir genau das gleiche. So, da vorne ist das Ziel, sehr gut. Das wird ein zweiter Platz. Niki, Glückwunsch an dich. War gefahren, aber er kommt nochmal, aber nicht. War nicht mal schnell genug. Na, Windschatten ist echt OP bei Gelände-Events, ey. Da kannst du so viel Topspeed rausholen. Mhm. Das ist wirklich krass. So, ja, dann nehme ich noch den Boni und alles mit. Und ja, dann werde ich die Folge beenden. Ja, leider. Ich hab jetzt aus Frust Battlefront angemacht. Aus Frust. Ja, können wir ja zocken, wenn du Bock hast. Ja. So, PvP wird abgeschlossen, jawohl. Jetzt komm, gib mir einen Teil, nicht so Karosserie. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, Aufhängungsstufe 42, Grip-Bonus. Kann ich sogar noch einbauen. So, gib mir weitere 11 Liga-Punkte. Ja, Niki, wie gesagt, Respekt an dich. Super gefahren.
Und ja, also wie gesagt, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde es sich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in einer der nächsten Folgen, wenn beim Dackel wieder alles in Ordnung ist und das Spiel vielleicht nicht mehr abkackt. Und ja, ich dann. Ich hab's jetzt mal gelöscht und werde jetzt mal komplett alles installieren und dann schauen wir mal weiter. Genau. Also, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt Ciao, Servus und bis dann.